Das Gut Freiham in München. Werner Meyer von der Augustinerbräu Wagner KG und Markus Tischer, Krones AG, tauschen sich über das gemeinsame Füllbock-Projekt für die neue Lehr- und Versuchsbrauerei aus. Und das waren die Anforderungen. Ich brauche eine kleine Einheit, wo ich mir dann, wo ich wirklich optimieren kann und dann am Ende auf den Großprozess gehen kann. Und das ist das Wichtige, und da gehört natürlich auch dazu, dass die Mitarbeiter vor Ort die Technologie und die Mess- und Regeltechnik zum Beispiel genau wiederfinden wie dann bei der Großanlage. Und am Ende ist dann der Apfelbock genau das Element für uns, das wir brauchen, damit wir das Bier auch im Versuch und für die Lehre in der gleichen Qualität in die Flasche bekommen wie im Apfelzentrum. Und in so einem kleinen Abfüller steckt exakt die gleiche Technologie wie in den großen. Das Besondere an dem Projekt war, dass das ein Gemeinschaftsprojekt war der Auszubildenden von Augustiner und von Krones und die das gemeinsam realisiert haben. Während des Projekts passierten unterschiedliche und spannende Produktionsschritte. Zurück zum Anfang. Wir befinden uns in der Konstruktionsphase des Projekts. Armin, Auszubildender bei der Krones AG, erstellt gerade die Fertigungszeichnungen für den Abfüllbock. Mittels CAD-Daten werden die einzelnen Komponenten ausgearbeitet. Mit CAD habe ich die verschiedenen Bauteile konstruiert, bedeutet, es sind verschiedene Einzelteile. Und ich habe auch die Fertigungszeichnungen erstellt, dass sie auch in der Fertigung gefertigt werden können. Mir hat das Projekt gefallen, weil nicht nur meine Kollegen bei Krones an dem Projekt gearbeitet haben, sondern auch von Augustiner Azubis. Ich bin sehr dankbar, dass ich bei diesem Projekt mitmachen durfte, und das Ergebnis kann sich auch sehen lassen. So, in der Montage von dem Füllbock haben meine Kollegen und ich eben die Baupläne für den mechanischen Aufbau bekommen. Dann haben wir eben angefangen, unter Betreuung von einem Facharbeiter den Füllbock erstmal aufzubauen. Also wir haben im Grunde das Grundgestell bekommen und dann Stück für Stück einfach die Teile zusammengebaut, bis dann eben am Ende des Tages der komplette Füllbock mechanisch aufgebaut war. Und im Anschluss haben wir dann eben auch noch die Elektrik gemacht. Da haben wir dann mit einem anderen Facharbeiter, mit einem Elektroniker, die Verkabelung gemacht, alle Sensoren angeschlossen, die anschließend auch im Schaltschrank angeschlossen. Die Pneumatik für die Füllventile haben wir eingezogen und gebündelt. Besonders war eigentlich, dass man halt im ersten Lehrjahr, wo man ja relativ wenig Erfahrung hat, sage ich mal, trotzdem an so ein praxisnahes Projekt reingelassen wird. Aber außerdem war halt der Füllbock einfach so ein spezielles Produkt. Also anders wie die normalen Füller ist das eben für die Azubi-Werkstatt von Augustiner. Und mehr oder weniger von Azubis eben konstruiert, gebaut und dann wieder für Azubis eingesetzt wird. Die Montage ist abgeschlossen. Der Füllbock wird versandfertig gemacht und dafür fachgerecht verpackt. Thank you.